Oberfaschistin Annabella hat am Ende der letzten Folge im Namen von Sanbrec nicht nur eine Allianz mit Hugo Kupka und Dalmekia geschmiedet, sondern ihren Status als völlig zu Unrecht ignorierte, offensichtliche Oberbösewichtin zementiert. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. Yikes! Ihr Rassenwahn scheint dem Herrscher von Sanbrec aber zu gefallen, denn die beiden haben in der Zwischenzeit tatsächlich ein Kind bekommen, Olivier. Und natürlich sieht Annabellas Plan vor, dass ihr Sohn einmal den Thron erben soll. Aber bitte gewöhnt euch erstmal nicht an ihre Präsenz, denn dieses Spiel weigert sich konsequent einen durchgehenden, mit dem Hauptcharakter irgendwie in Verbindung stehenden Bösewicht aufzubauen. Also geht's nun nach Rosaria, denn dort ist Hugo Kupka, wie versprochen, mit seinen Truppen eingefallen. Und an diesem Punkt scheint auch den Entwicklern aufgefallen zu sein, dass wir weder für die Dalmekianer noch für Hugo Kupka großen Kontext erhalten haben und geben uns eine detaillierte Übersicht mit einem neuen NPC in unserem Versteck, Vivien. Wir können jederzeit bei Vivien vorbeigucken, um uns den aktuellen und vergangenen Status von Valisthea anzeigen zu lassen. Wir sehen nicht nur die genauen Einflussbereiche der einzelnen Reiche, auch Truppenbewegungen sind eingezeichnet, samt Zusammenfassungen, was gerade in der Geschichte passiert ist, und die hilfreichen Wiki-Einträge sind auch gleich mit integriert. Tatsächlich habe ich zwischendurch fast eine ganze Stunde lang nichts anderes gemacht, als ausführlich sämtliche Lagekarten zu studieren, um endlich mal einen kompletten Überblick über alle Reiche, relevante Figuren und miteinander in Verbindung stehende Ereignisse zu erhalten. Ich liebe dieses Feature, weil ich es auch liebe, stundenlang in Wikis von Fantasy-Welten, die ich mag, zu verschwenden und alles über die Hintergründe und Lore zu erfahren. Das Problem ist aber offensichtlich. Hier sind es eben oftmals keine relativ unwichtigen Hintergrundinfos, sondern für die Grundstruktur und Konflikte entscheidenden Fakten, die außerhalb dieser Karten und Wikis verloren gehen. Und so ist es nun eben auch bei Hugo Kupka, weshalb Square Enix an dieser Stelle tatsächlich eine animierte Version der Karten über sich gebastelt hat, mit der Vivien erklärt, welchen Rang Hugo Kupka bei den Dalmekianern hat, wie er an die Macht gekommen ist und was dieser Angriff auf Rosaria nun eigentlich für die Relation zwischen Sanbrec und Dalmekia bedeutet. Es wäre wunderbar gewesen, so grundsätzliche Infos a. dynamisch im Spiel selbst zu erhalten und b. nicht erst nach über 2 Dutzend Spielstunden. Aber hey, besser spät als nie. Unüblicherweise geht es dieses Mal direkt ins zerstörte Rosalith. Keine Banditen, die uns unterwegs unser Essen klauen, keine Brücken, die repariert werden müssen. Hurra! Dieses lineare Action-Level sieht wie gewohnt absolut hervorragend aus, kämpfen tue ich aber wie immer gegen die immer gleichen Soldaten auf die immer gleiche Art. Da ändert auch die reichlich späte Einführung des Protect-Zaubers nichts dran, der Gegner vor physischen Angriffen schützt. Nach einem weiteren bereits bekannten Boss mit leicht modifiziertem Moveset darf Jill in die Rolle der Damsel in Distress schlüpfen. Scheinbar hat sie nämlich den 3 Meter großen Kupka einfach nicht gesehen und er hat sich von hinten an sie angeschlichen. Wie so oft vergisst sie leider ebenso, dass sie die Kräfte einer Göttin hat und wehrt sich in keinster Weise. Da muss natürlich auch der starke Hauptcharakter prompt aufgeben, um seine Freundin ja nicht zu gefährden. Ugh. Unser Gefängnisaufenthalt währt nur wenige Sekunden, bevor uns unser Speer Gav befreit und Torgal seine Rolle als Best Boy verteidigt. Hoch. Es gibt ein bisschen später noch ein paar Nebenquests, die ein paar Hintergrundinfos zu dieser Verwandlung geben. Ganz kurz gesagt, Torgal ist ein cooler Frostwolf, der die Mächte der Esper ebenfalls nutzen kann. Klingt cool. Ja, ist es dann aber leider doch nicht, weil diese Verwandlung original gar nichts verändert. Torgal ist nicht plötzlich stärker, er hat keine neuen Fähigkeiten, er verwandelt sich in der Hauptquest nie wieder. Sehr, sehr seltsam. Nachdem wir Jill erfolgreich davor bewahrt haben, ihre gottgleichen Kräfte benutzen zu müssen, geht's nun also endlich zum Kampf gegen unseren Todfeind Hugo Kupka, den wir hier übrigens das erste Mal überhaupt persönlich treffen. Ein kleiner Kritikpunkt an dieser Stelle, während vielen dieser Bossfights läuft exakt die gleiche Musik. Die ist zwar reichlich episch, verliert nach dem dritten Mal aber dann doch ein bisschen ihrer Schlagkraft. Dafür, dass Hugo unseren schönen Thron zerstört hat, revanchiert sich Clive, indem er ihm prompt beide Arme abschneidet.
Autsch. Immer noch ungewohnt, dass sich Final Fantasy solch eine Gewaltdarstellung traut. Bevor wir Hugo aber endgültig erledigen können, saugt Clive seine Zeitenkräfte wieder unabsichtlich auf, was einem unbekannten Verbündeten Hugos die Zeit gibt, ihn in Sicherheit zu bringen. Zurück in der Basis treffen wir einen neuen Charakter, die absolut unendlich lustig benannte Mid, Tochter des verstorbenen Cid. Der Name ist hier Programm. Sie bricht einfach nach dutzenden Spielstunden plötzlich in die Geschichte hinein. Alle Charaktere samt unserem Hauptcharakter kennen sie bereits und deswegen gibt es auch keine große Einführung. Und sie hat absolut gar nichts mit irgendwas zu tun. Die perfekte Gelegenheit also, um uns in der Hauptquest mit stundenlangem Filler vollzumüllen. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favor. Mid. You can't just expect me to... Please, oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Mit will eine Werkstatt und braucht dafür schon eine Ausrüstung. Wir bringen einfach das Rasten ein, der Händler hin, zwei Marten, aber ein Handwerker weg, wir rennen ab und erzählen von einem anderen Bäcker, der Händler hat, der will aber dahin. Zurück ins Versteck. Da baut Mid nun ihre Werkstatt zusammen. Hurra! Und guck mal, Vivien hat herausgefunden, wo Hugo Kupka nun hingetragen wurde. Überraschung, er wurde in sein Zuhause und Privatschloss direkt beim Mutterkristall der Dalmekianer gebracht. Wer hätte damit rechnen können? Na dann, ab nach Dalmekia. Da gibt's ja keinen aktiven Krieg. Was sollte uns da schon davon abhalten, straight zum Mutterkristall zu laufen? Oh, natürlich dieses eine Holztor mit vier Wachen davor. Ein Holztor, an dem wir auch einfach vorbeischwimmen oder klettern könnten. Ah, ihr wisst, was das bedeutet. Wir sprechen mit zwei random Dorfbewohnern, die mich zu einer Person leiten, die mir weiterhelfen soll, aber vorher müssen wir noch Banditen töten, also tun wir das, werden zu einem anderen Mann geleitet, der das Tor für uns öffnen kann, aber natürlich will er zuerst, dass wir eine Aufgabe für ihn erledigen. Welche Aufgabe sagt er uns nicht? Das ist ein spaßiges Rätsel, das wir selber lösen müssen, indem wir erneut random Dorfbewohner mit Icons über den Kopf ablaufen und fragen. Die sagen uns aber alle nichts, also gehen wir zurück zu unserem Onkel, mit dem wir hier gerade unterwegs sind und tada, er hat rausgefunden, dass es um illegalen Handel mit magischen Diamanten geht, der draußen in der Wüste stattfindet. Also ab raus in die Wüste, ein Dutzend böse Soldaten töten, Kristalle mitbringen, zurück ins Dorf. Und jetzt dürfen wir endlich durch das Tor und den 10-minütigen Restweg zum nächsten Mutterkristall hinter uns bringen. Ha! They've opened the gate! Lubor was true to his word. Jede einzelne Fahrt in der Berliner Ringbahn ruft eine größere Abenteuerlust in mir hervor als diese Hauptquests in einem Final Fantasy Spiel. Zwischendurch erhalten wir einen, wie gewohnt von unseren Tätigkeiten, völlig losgelösten Eindruck von den Geschehnissen im Kristalldominium, das in der Zwischenzeit von Zandbreck annektiert wurde und wo Herrscher Sylvester Lesage die neue Hauptstadt seines Imperiums angesiedelt hat. Der vollständig offscreen im Hintergrund laufende Konflikt zwischen Zandbreck und Dalmekia um die Kontrolle des Dominiums kommt dank des Einschreitens von Annabella und Hugo zu einem Ende. Sylvester hat aber einen anderen Plan. Er möchte dem Vorschlag Dalmekias folgen, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen, um sie dann allesamt bei deren Rückzug mit der Bahamut-Kraft seines Sohnes Dion zu töten und sich so Dalmekias Ressourcen ebenfalls einzuverleiben. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Unterdessen sagt Clive etwas, was mich zutiefst verwirrt hat, als er sich auf nach Dalmekia machte, um Hugo endgültig zu erledigen. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. What do you mean, I'm not there to destroy the Mother Crystal? Das ist doch die ganze, die einzige Motivation, die Clive die ganze Zeit hat. Wir haben gerade erst das Eiserne Königreich invadiert, um deren Kristall zu erledigen. Und jetzt hat Clive diese Mission einfach wieder vergessen und will zum Kristall von Dalmekia reisen, ihn dort dann aber nicht zerstören, sondern lediglich Hugo Kupka töten? Ich bin zutiefst verwirrt. Wir kämpfen uns also ein bisschen weiter durch die Wüste, in der übrigens genau die gleichen Chocobos und Skorpione unterwegs sind wie in den grünen Wiesen von Rosaria, bis wir endlich das bergige Hauptquartier Kupkas beim im Untergrund wartenden Mutterkristall erreichen. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just.
What cause? Ich dachte, dein cause ist, alle Mutterkristalle zu zerstören und so alle gesellschaftlichen Probleme, Sklaverei und die sich ausbreitende Umweltkatastrophe gleichzeitig zu lösen. Aber du meintest explizit, dass du nicht dafür hier bist, sondern lediglich, um deine Rache an Hugo Kupka zu vollziehen? Hä? Kupka hat die Stunden, die ich mit Fetch Hauptquests verbringen musste, unterdessen gut genutzt und sich zwei Armprothesen bauen lassen. Sein Retter entpuppt sich als Lord Harbard, der bisher nahezu unerwähnte Handlanger vom bisher nahezu ebenso unerwähnten König von Valut, Barnabas. Dieser pflanzt die Idee in ihm, sich den Äther des Mutterkristalls einzuverleiben, um seine Esper-Titan noch stärker zu machen. Clive bemerkt unterdessen, dass Orks aus Valut alle Soldaten von Hugo Kupka umgebracht und seine Hauptquartier unter ihre Kontrolle gebracht zu haben scheinen. Eine halbe Stunde später haben wir uns erfolgreich durch ein weiteres sehr gleichförmiges Level geschnetzelt und Hugo gefunden, der vom Mutterkristall seltsame Wahnvorstellungen präsentiert zu bekommen scheint. Als Reaktion auf Hugos Verwandlung schafft es endlich auch Clive wieder, die Form Ifrits herbeizurufen, inklusive weiterhin brutal unpassender Tutorial-Pop-Ups. Leider ist der Kampf aber nahezu identisch zum Kampf gegen Garuda viele, viele Stunden zuvor. Eine einzige Cooldown-Attacke gibt es zusätzlich, ansonsten bleibt uns wenig anderes übrig, als auszuweichen und auf die Viereck-Taste zu hämmern. Diese Bosskämpfe verdeutlichen auch, wie egal die angeblichen RPG-Elemente eigentlich sind. In den größten, wichtigsten Bosskämpfen des Spiels verwandelt sich Clive sowieso in Ifrit. Und dann ist es völlig egal, welche Cooldown-Fähigkeiten oder Waffe ihr ausgerüstet habt, welches Level ihr seid, welche Kombos ihr normalerweise nutzt, die Kämpfe laufen für jeden Spieler immer gleich ab und eure eigene Spielerprogression wird vollständig ignoriert. Noch viel schlimmer, das sowieso schon extrem abwechslungsarme, limitierte Kampfsystem wird auf das Niveau des anfänglichen Tutorials zusammengekürzt. So gilt dann leider, je spektakulärer das aussieht, was Square Enix auf dem Bildschirm band, desto langweiliger wird es spielerisch. Die zweite Phase dieses Kampfes gegen Titan unterstreicht das doppelt und dreifach. Hugo folgt der Anweisung und frisst den Äther des Kristalls und verwandelt sich dadurch in ein absolut gigantisches Monster. Okay, zunächst, die hier laufende Shadow the Hedgehog-Musik ist furchtbar und ich liebe sie. Leider wird das Gameplay in dieser Phase aber noch weiter heruntergedummt. Nachdem Clive einige Minuten lang die Tentakelarme hinaufläuft, beginnt die elendig lange und langweilige zweite Phase des Bosskampfes. Wir stehen auf einer kleinen Plattform und Hugo schlägt alle paar Sekunden sehr langsam auf eine von drei unterschiedlichen Arten zu. Wir weichen aus, schlagen wiederum einige Sekunden auf seinen Arm drauf und wiederholen das immer und immer wieder. 7 niemals enden wollende Minuten lang. Der fehlende Anspruch, die fehlende Abwechslung, das lahme Gameplay. Das wäre alles nicht so wild, wenn es mir hier nur eine halbe Minute präsentiert werden würde und lediglich zur Unterstreichung eines besonders spektakulären Setpieces dienen sollte. So sind diese Szenen immer nur für maximal eine Minute lang aufregend und werden die nachfolgenden 5-6 Minuten dann durch schier endlose Repetition völlig entwertet. Aber Final Fantasy 16 legt hier tatsächlich nochmal einen drauf. Denn obwohl der Bosskampf in diesem Moment bereits 18 Minuten lang geht, 18 Minuten, in denen es nichts zu tun gibt, außer Viereck zu spammen, alle 60 Sekunden einen Cooldown zu benutzen und den immer gleichen drei Attacken auszuweichen,
gibt's nun auch noch eine dritte Phase. Eine dritte Phase, die erneut verdammt cool aussieht und schier unglaublich animiert ist. Ich weiß gar nicht, wie es technisch möglich war, diese beiden Figuren so dynamisch fallen und sich um die eigenen Achsen drehen zu lassen, während sie auch noch flüssig in Angriffs- und Ausweichanimationen übergehen. Diese ganze Sequenz ist eine technische Meisterleistung, wie ich sie nur selten in dieser Industrie gesehen habe. Und doch mache ich exakt das gleiche wie in der ersten und zweiten Phase. Das ganze Spektakel ist nichts als eine wunderschöne Tapete, die ohne jedes Gameplay-Mauerwerk aber völlig außerstande ist, das Spielekonstrukt vom Zusammensturz abzuhalten. Diese letzte Phase dauert noch einmal knapp 5 Minuten, sodass der gesamte Titan-Boss-Kampf schier unglaubliche 23 Minuten lang dauert. Im offensichtlichen Vorbild Asuras Wrath dauern Bosskämpfe teils ebenfalls 15 bis 20 Minuten, der Endboss noch deutlich länger. Aber in dieser Zeit mache ich nie länger als 3 Minuten am Stück das gleiche. Auch dort sind die Gameplay-Mechaniken nicht besonders tief, auch wenn sie mehr Möglichkeiten bieten als die Ifrit-Kämpfe in Final Fantasy 16. Aber das Spiel weiß das und wirft dich deswegen genau dann in das nächste unglaubliche Quicktime-Event oder die nächste Gameplay-Sequenz, wenn du beginnst, eine Routine aufzubauen und drohst dem Gezeigten überdrüssig zu werden. Wie auch in der Hauptquest ist das große Problem auch in diesen Bosskämpfen das Pacing. Material für wenige Minuten wird gezogen und gestreckt, so lange bis es zerreißt und von meiner anfänglichen Begeisterung über die Inszenierung nichts mehr übrig blieb. Naja, erinnert ihr euch noch daran, wie Clive meinte, er sei nicht hier, um den Kristall zu zerstören? Ja, so viel dazu. Immerhin gibt's so die nötige Ausrede, den mysteriösen Alien-Bösewicht Ultima mal wieder auftauchen zu lassen. Dieser lässt tatsächlich mal ein bisschen etwas zu seinen Motivationen hören. Er möchte, dass Clive weiter durch das Absorbieren der Esper stärker wird und sei kreiert worden, damit Ultima eines Tages seinen Körper übernehmen könne. Dafür müsse aber zunächst noch sein Wille gebrochen werden. Ultima philosophiert noch ein wenig darüber, dass der menschliche Wille nur dank der Unterstützung des menschlichen Bewusstseins aufrecht gehalten werden könne, was für mich wie die ziemlich blödsinnigen Gedanken eines zugedröhnten 19-Jährigen klingt, aber ich bin ja auch kein mysteriöses Götterwesen. Hubbard und Barnabas offenbaren sich erneut als Strippenzieher hinter den Kulissen, während sich Dion aka Bahamut auf der anderen Seite des Kontinents auf seine Mission vorbereitet, den Dalmakianern in den Rücken zu fallen. Eine Mission, mit der er überhaupt nicht einverstanden ist. Und die Info, dass in seiner Abwesenheit sein kleiner Bruder Olivier zum neuen Kaiser gemacht wurde, ja, die hilft seiner Stimmung auch nicht unbedingt. Bevor er rausstürmen kann, taucht aber endlich Joshua am Ziel seiner Reise auf und macht ihm ein mysteriöses Angebot. Welches? Das erfahren wir in der nächsten Folge.